so natürlich, haben unsere Freunde auch so viele Bekannte, die hätten uns auch sofort eine Wohnung versorgen können. Da ist die Stadt ja auch gleich zwischengegangen. Und besonders große Wut und ihre Wut haben unsere Freunde haben sie ausgelassen. Sie haben das natürlich schon gewusst, dass wir eine kalte Wohnung haben. Ne? Haben wir erzählt, aber sie haben es jetzt vergessen, weil die Gölle dabei war, die Stasi, ne? An unseren Freunden dran. Hat sie das gelöscht aus dem Gehirn. Und sie wollten sofort, wenn es kälter wird, dass wir in ihre Wohnung einziehen. Und dort übernachten und leben. Das muss man sich mal vorstellen. Ja, ja, deshalb sage ich auch die Namen nicht, ne? So eine Freunde muss man erstmal haben, ne? Aber sofort, so, da war die Stasi dann voll zwischen. Aber das hätten wir nicht machen können, weil wir gefährden sie nur, ne? Weil denen ist doch egal, ob sie denn die Familie mittöten. Das ist denen doch egal, weil wir sind doch das Ziel. Und das komme ich nun gar nicht an. Das war gleich das Erste. Und da hat die Stasi erstmal nur gekriegt. Da hat der dumme Drogenkopf total durchgedreht. Ne? Und möchte immer noch mal erinnern, Koch, Mafier, die Rot, hier der neue Penner hier, ne? Hier die beiden Luxuspenner aus Berlin, ne? Nägel, Go, ne? Schwerin und so, sowieso diese ganzen Anstasi-Penner, die dann zurück ins Heim gekommen sind, ne? Wo sie jetzt, so sind sie nicht. Das darf jetzt alles nicht rauskommen. Also den in Schwerin, den Chef, den haben sie schon längst dann hier einmal durchgepustet und das reicht schon. Und meistens setzen sie bei ihnen dann auch schon eine junge Stasi-Nutte an, ne? Also eine Geliebte oder so, ne? Die sie dann auch dann weiter schön im Griff haben. Er seinen Spatzenhirn dann auch mal was von sich gibt, ne? Natürlich für die Stasi auch bei dem nicht, dass es nachgewiesen wird, dass er schon immer für die Stasi gearbeitet hat. Ne? Bestimmt irgendwann mal angeworben, ne? Wo sie gemerkt haben, er wird ein bisschen was und er taucht auch nichts für die Stasi. Und dann ein Leben lang für die Stasi gearbeitet. So, aber die stecken alle da drin und auch die haben Schuld, dass man diese Familie als eine sehr fleißige, nette Familie, ehrliche Familie, einfach zerstört. Aber das habe ich jetzt vergessen, weil die Emotionen schlugen so sehr hoch. Aber ich habe auch schöne Wut, weil natürlich sind wir wieder total betäubt. Wir haben natürlich intensivste Nebenwirkungen. Aber jetzt habe ich auch alles gesagt, jetzt wollen wir mich da nicht mehr melden. Ja, das ist eine Last. Und man könnte sich auch öfter vorstellen, warum ich auch noch die Wut habe, ne? Ich muss zugucken und kann ihm nicht helfen. Wir haben schon längst die Firma saniert. Und jetzt verweigern sie natürlich alles, weil die anderen haben so einen Schreck gekriegt. Diese Dussel, ne? Wir mussten es bloß umstellen, weil seine Firma so klein ist. Aber kein Problem, das kriegen wir natürlich im Griff. So, und jetzt verweigert er es. Ne? Also, ich habe extra für ihn ein neues mathematisches System entwickelt, wie er seine Firma saniert. So, und wir mussten eingreifen, die Ehe auseinanderbringen wollten, mussten wir eingreifen. Ne? Da mussten wir als Eltern ein bisschen Tappen aufbringen. Aber natürlich werden sie nicht aufhören. Dann machen sie natürlich weiter. Ja, warum sage ich das? Damit verrate ich nicht die Freunde, sondern die sind sehr bekannt und andere sind ja auch nicht doof und kriegen das mit. Ja. Und wir haben sie uns noch nicht ausgesucht. Wir haben sie uns so ausgesucht, weil da alles total stabil war und alles vernünftig. Weil es sind auch unsere ersten ehrlichen Freunde. Die haben doch nur Stasi. Und die anderen nehmen uns doch nur vorenthalten. Wir haben doch fast nie da. Nun verstehe ich das erstmal. Nun verstehen wir das auch mit Elke, ne? Wie die sagte, als Elke geboren ist, war dann mit ihren Töchtern da und wollte uns besuchen. Wir machen nicht auf die Tür. Ja.
Das waren unsere Doppelgänger da, die da mal wieder für uns holen mussten. Ne? Oh, war uns das peinlich. So, dann sagten sie noch, dann haben sie uns eine Flasche Sekt vor der Tür gestellt. Ne? Ja, dass der nicht mehr da war, das konnte doch auch keinem sagen. Ne? Sag, Mann, warum macht ihr sowas? Ne? Lasst das doch. Ja, sie wollen mit uns den Verzeihern anstoßen und lassen. So, und der Gewornis wurde getötet. Der Gewornis, der war das total egal, dass wir Probleme haben mit der Stasi. Sie wollten nur mit uns zusammen sein. So, und sie hat gesehen, wie ich aus der Wohnung Beringer Straße 18 in Rostock-Deko auf eine Frage die Treppe runtergetragen wurde. Nein, ins Krankenhaus. Und dann fuhr das Krankenauto Gutenbergstraße. So, und die Gutenbergstraße fährt man weiter durch in, wie heißt das, Dekoer Kreuz, ne? So, da weiß ich nicht mehr, wie es denn weitergeht. Also weiter nach Kehlsdorf, so dass die Psychiatrie geht. Also wurde ich dort schon in die Psychiatrie verschleppt. So, und ich habe einen Schlafanzug. So, und ich dachte, dass er eine Ähnlichkeit mit mir hatte oder so. Und darauf muss man ja noch nicht kommen, dass man hypnotisiert ist, dass er dann einfach versterbt. So, er ist dafür gestorben. Herztod, Herzversagen, hat er erzählt. Das war's. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.